Herzlich willkommen zu einer neuen Folge bei Junkies Corner. Ja, wir sind heute wieder mal beim Sinclair ZX Spectrum und ich will ein neues Interface vorstellen, das ich seit einiger Zeit hier liegen habe. Und zwar ist es das nette kleine DiffMMC Future. Ja, DiffMMC ist ja den Sinclair-Usern bestimmt ein Begriff und bekannt. Das ist ein neues Produkt, das in die gleiche Richtung geht, und will ich euch kurz vorstellen, was das anderes kann oder mehr kann. Wir haben hier natürlich den Interface-Anschluss. Wir drehen es mal um. Und hier sehen wir schon, hier haben wir nur zwei andere Sachen. SD-Karten, Sockel, Slot. Genau, die Karte wird mitgeliefert. Und wir haben hier einen Kempston-Joystick-Anschluss und hier zwei Knöpfe, einer ist Reset und einer ist der NMI für ESX-DOS, also die Karte oder das Gerät funktioniert auch mit ESX-DOS. Dazu müssen halt die dementsprechenden Dateien hier auf der SD-Karte sein. Was ist jetzt der feine Unterschied zu anderen? Erstens, es ist extrem klein. Haben wir hier mal den Meterstab daneben, man kann sie ungefähr sehen. Extrem klein und es hat keine Jumper. Das heißt, es funktioniert an jedem Sinclair ZX Spectrum vom 48K über den Toast-Track, also den 128K, den Plus 2A bis zum Plus 3, an jedem Gerät, ohne dass man etwas einstellen muss. Bei allen anderen Geräten, die ich bisher in dieser Richtung hatte und die ich vorgestellt habe, musste man immer mit Jumpern was machen oder mit Tippschaltern. Genau, damit man es ungefähr vergleichen kann, ich habe hier natürlich auch noch das bekannte Gerät aus diesem Genre, sagen wir mal. Das ist das DiffMMC Enjoy von Benfiastik, Byte Delight. Und hier haben wir eben so ein bisschen den Größenvergleich. Können wir auch mal übereinander legen. Genau. Hier ist vielleicht ein bisschen besser, Joystick-Port ist nach oben. Hier ist er hinten. Hier allerdings, was man bei dem anderen nicht kann. Wir haben ja hier die Jumper und man kann hier praktisch den Joystick-Port ein- und ausschalten. Und man kann alle anderen Sachen schalten. Hier kann man auch eben einschalten, dass es zum Flashen ist. Wie das hier funktioniert mit dem Flashen, kann ich nicht sagen, da habe ich noch keine Erfahrungswerte. Dazu kommt dann noch, das Gerät ist extrem anscheinend geheim. Es ist zu, es ist zu, es ist zu und es hat nirgends irgendwelche Schrauben zum Öffnen. Und ich habe das Gerät schon gesehen, wenn es offen ist. Da sind Chips drin, die sind dann so mit Kleber auf der Platine festgeklebt, dass man die nicht ohne Schwierigkeiten praktisch hier wieder runterbekommt. Genau, das war jetzt halt erstmal so eine kleine Übersicht zum DiffMMC Future. Und ich zeige jetzt das Gerät dann gleich noch im Echtbetrieb an ein paar Spektrums. So, ich habe nun hier mein 48K Specki aufgebaut mit dem DiffMMC Future. Gehen wir mal näher ran, dass man das ein bisschen sieht, weil das ist ja doch relativ klein. Wir haben hier ich habe hier einen Joystick angeschlossen, ganz normaler Competition Pro. Genau. Dann ist es hier ganz normal angeschlossen. Wir haben hier die SD-Karte drin und dann sind wir mal zurück und schalten den Rechner mal ein. Hier sehen wir die Lampe angehen, hier sehen wir die ESX-DOS-Meldungen. Boah, das war schon vom Starten. Mehr ist es nicht. Ich drücke jetzt hier wieder auf den hinteren Knopf. Das ist der NMI. Und wir sehen hier ganz normales Menü. Und hier kann man es ganz normal bedienen, wie man es von ESX-DOS gewohnt ist. Hier einfach mal ein Game starten. Und wir können ganz normal mit dem Joystick spielen. Also alles ganz normal.
Okay, das war mal das DIF-MMC Future am 48K Specki. Gleich geht's weiter. So, hier haben wir jetzt den Opfer Nummer 2. Wir haben hier den Toastrack 128K, das DIF-MMC Future. Und wir geben dem Ganzen mal Strom. Man sieht hier ein bisschen leuchten und es wurde wieder ganz normal erkannt. Dann können wir das nochmal schnell wiederholen. Genau. Er ist erkannt am 128K. Ich drücke wieder den NMI und wir haben hier ganz normal wieder das Menü. Und wir suchen uns hier mal schnell wieder was aus. Games und was nehmen wir denn hier? Nehmen wir wieder Synapse zum Vergleich. Funktioniert auch wieder ganz normal. Geladen. Und wir können wieder den Joystick dazu nehmen. Los geht's. Also funktioniert auch am 128K ohne Umstecken. Und auf zum nächsten. Okay, wir haben hier den nächsten Kandidaten, einen schwarzen Plus 2. DIF-MMC Future, Joystick angeschlossen. Und ich stelle mal auf den Bildschirm ein. Dann schalten wir das Gerät mal ein. Und wir sehen wieder Einschaltmeldung TIFF-IDE. Und wir drücken wieder auf. Und wir haben hier ein Bild. Genau. Und dann können wir wieder ganz normal laden. Games. Und da haben wir was für ein 128K. Genau, schalten wir den Kempston Joystick Port ein und wir können ganz normal spielen. Ja, auch am schwarzen Plus 2 funktioniert das Ganze. Genau. Den letzten Rechner, den Plus 3, kann ich es euch leider nicht zeigen, da bei mir im Plus 3 die Plus 3E ROMs drin sind. Mit den Plus 3E ROMs zusammen funktioniert das Ganze nicht. Also wenn man einen normalen Plus 3 hat mit den originalen ROMs und das DIF-MMC Future anschließt, funktioniert es auch beim Plus 3. Ja. Das war's mit dieser Folge bei Junksys Corner. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit, viel Spaß und vielleicht bis zum nächsten Mal.